Wieder in der R-Zeit für ein Sandkassen-Battle. Fühlt sich für mich genauso an wie in der Stammbar zu steppen. Nightgoat schmeißt man raus und ist endlich alle kinderlos. Und Romantik kommt nach Hause, erst der Penner aus dem Hinterhof. Alle dicht, keine Frauen und dann plötzlich 100 Jungs. Setz mich an die Bar, bestelle 0815 Untergrund. Ramses macht die Drinks, es riecht nach Kotze und Kraut. Ich überlege kurz und mach einen Doppelten draus. Plötzlich fängt wer an zu rappen, ey, und das verwirrt mich ohne Scheiß. Und Ramses sagt, hier mir ja Pagan, heute ist Karaoke-Night. Also steh ich auf und will mich gerade hier verpissen, aber Ramses hält mich fest und hat meinen Arm in seinen Griffel. Ich glotz ihn dumm an und frage, was soll diese Scheiße jetzt? Er guckt mir in die Augen und sagt, jeder Gast macht einen Track. Also ex ich meinen Drink, damit die Stimmung zieht. Okay, du willst, dass ich rappe und ich drink's for free. Es fliegen Gläser bis zu mir, es ist wieder Karaoke-Nacht. Jetzt werden Wack MCs an einem Mikrofon erhangen. Reiß die Fresse auf, behalte dich wie ein Mad Dog. Den kurzen an den Schädel und sag, das war wohl ein Headshot. Naja, was geht? Es ist wieder Karaoke-Nacht. Die ganzen guten Rapper sind nun grad aufs Klo gegangen. Aber warum zusammen? Das ist doch wohl kein Zufall, Bro. Du kriegst einen Daumen hoch, wenn du mir schon Sambuca holst.